ganzen Ausleger abgeschnitten, der Fisch. Ausrennen kann gut. Langsamer fahren, langsamer fahren, langsamer fahren. Okay, ein bisschen raus in den Fluss. Motor ausmachen. Achtung! Steht gut drin. Alter Vater, alter Falter. Guten Morgen euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben im Morgengrauen immer eine gute Beißphase gehabt. Wir haben jetzt mal die Kamera aufgestellt und durchlaufen lassen. Und da kam er, der Einschlag. Und kein schlechter Fisch. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Der Wallerwecker am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und die ersten Blasen hoch jetzt. Die Blade geht wieder krumm. 2,65 ist die Rute. Das ist echt ein toller Stock, vor allen Dingen jetzt hier für die Fischerei oder die Drills vom kleinen Boot. Und auch zum Uferangeln super geeignet. Kommt da ein richtig starker 2 Plus. Winziger Kopf. Thank you.
ganze Kot durch den Fluss. Wolfgang, gibst du mal die Handschuhe? Ich glaube, ich nehme beide. Die Hände sind schon so durch jetzt. Dankeschön. Wichtig jetzt, wenn der Fisch hochkommt und ihr den ersten Greifversuch macht, legt euch die Rute hier neben die Beine, schnappt euch erstmal das Vorfach, also die Rute immer griffbereit irgendwo hinlegen, dass wenn ihr nicht gleich halten könnt, wieder nachschnappen könnt. Hängt knapp, aber hier, wenn er in der Maulfalte hängt, hängt er in der Regel gut und sicher. Haltet euch den Fisch und wartet den richtigen Moment ab. Zugreifen, nachgreifen mit der anderen Hand und dann habt ihr einen Fischer. Oh, er hat Gewicht. Der hat richtig Gewicht, der Bollermann. Großer, langer Fisch. Oh. Oh. Schaut ihn euch an. Am frühen Morgen. Der beste Wallerwecker, den es gibt, oder? Das ist ein Fisch von gut 2,30 plus. Wir heizen mal schnell ans Ufer, messen. Zeigt man euch. Oh, ein richtiger Büffel. Haken lösen, ganz wichtig beim Angeln im Schlauchboot. Wenn der jetzt nochmal schlägt, könnt ihr euch das Boot kaputt machen. So, jetzt holen wir ihn rein. Meine Schlafanzughose ist komplett eingesaut. Schaut euch mal diese Fischfläche hier an. Was ein Riesentier. Na komm. Aufpassen, dass ich den Kameramann jetzt nicht das Riesenpaddel. Guck mal hier. Hinter der Schwanzflosse kann ich mein ganzes Gesicht verstecken. Mal hier den Kopf. Mal hier den Schädel. Ihr könnt euren Kopf reinstecken. Wahnsinn. So, schnell ans Ufer. Fisch vermessen. Was ein Büffel. Ganz wichtig ist erstmal den Fisch wässern. Wir haben noch keine starke Sonneneinstrahlung. Da können wir problemlos den jetzt mal hier ins Grasland kurz legen. Ist ja alles noch überspült, mit Wasser voll. Dann können wir ihn schön geradlinig messen. Jetzt nehmen wir uns einen Stock, wirklich hier vorne. Im Gegenstand können wir nämlich den meistens einen Stock, das ist geradlinig. Schau mal, Wolfgang. An den Unterkiefer, dass er anliegt. Maßband wird jetzt am Nullpunkt angelegt. Ich halte es hier oben fest. Wolfgang kann mir kurz die Kamera rübergeben, warte. Dass das alles hier safe ist. Jetzt läuft der Wolfgang nach hinten im Maßband. Über den Fisch drüber. Ich laufe jetzt mal den Weg dem Wolfgang hinterher. Wird nichts verändert. Und knapp, gehen wir hier runter, das untere Ende von der Schwanzflosse. 2,41 Meter, 2,40 plus 2,41. Wahnsinnsfisch, Wahnsinn. Petri Heil, das ist schon ein Fisch, der geht langsam in die 100 Kilo Klasse. Ist auch ein starker Fisch. Schaut euch dieses Monster an. Riesige Schwanzflosse, riesiger Körper, riesiger Kopf. Einfach ein riesiger Traumfisch.
die Heide. Dann sofort wieder mit dem Fisch ins Wasser. Schön halten jetzt hier im vorderen Maulbereich. Steckt dann meistens so die Finger oben in die Ansätze von den Kiemen rein, außerhalb, also nicht innen an die Kiemen, sondern nur in dem im Bogen hier oben leicht halten, bis die Barteln jetzt langsam wieder nach vorne kommen. Alles in wenigen Bruchteilen jetzt passiert. Und jetzt kommt er schon wieder zu sich. Und dann können wir ihn losschießen lassen. Goodbye, danke. Zum Abschied nochmal winken. Mega, mega. Und genau das ist Welsangeln. Diesmal ein schnelles Rough Cut Video. Ohne viel Schnickschnack, einfach ein starker Fischdrill mit Live-Biss im Morgengrauen. Beim nächsten Video wird es dann wieder ausführlicher. Viele Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.